Ja, was gibt's Neues? Gerade eben zufälligerweise einen Anruf bekommen aus Stuttgart für ein weiteres Grundstück. Wir haben jetzt gerade eins gemacht. Und ja, jetzt war einfach da das Thema, die Eigentümer sind sich noch nicht so ganz sicher, was sie jetzt machen möchten. Es war natürlich meine Idee gewesen, dass wir irgendwie da einen Fuß ein bisschen reinbekommen. Jetzt habe ich der Marc einen Tipp mitgegeben, weil sie gesagt hat, wir kriegen erst wahrscheinlich zum 20. August einen Termin mit den Eigentümern hin. Jetzt habe ich gesagt, so, okay. Da grundlegend die Frage dann halt auch mal stellen, auch als Maklerin, was muss passieren, damit wir jetzt das Geschäft machen können oder halt zumindest wir jetzt ins Spiel kommen, uns das Grundstück mal näher anzuschauen, weil eins ist sicher, die wollen das verkaufen. Nur was sie halt nicht machen möchten, die möchten nicht über den Bauträger gehen, das ist denen ganz wichtig. Warum nicht Genau. mit Bauträger? Weil sie da wohl auch mal privat welche angeschrieben haben und sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da wollen sie jetzt eher jemand Externes haben, so wie wir. Aber das ist ja immer der Grund, warum die Leute ihren Baukasten nicht beherrschen. Also das heißt, Objektankauf ist ja das Wichtigste. Und wie du ja sagst, was muss passieren, dass wir einen Zuschlag bekommen? Weil jeder Verkäufer hat ja einen Grund, warum er verkaufen will, sonst verkauft er nicht. Ich werde zu der Lust, wir haben gleich ein Thema. Genau, und jetzt ist hier noch zusätzlich der Fall, dass jetzt auch noch im Haus wohl ein Wasserrohrbruch stattgefunden hat. Also jetzt ist auch ein bisschen so Der Zock da. Not da, halt auch zu sagen, okay, man repariert den Wasserschaden Was ist das für ein Grundstück, für ein Objekt? eine sehr, sehr guten Lage von Stuttgart, Sonnenberg, Also genau. Sonnenberg ist gut. Doch diese Top-Lage in Stuttgart, die in die Stadt reinschaut. Genau, so Ja. Südwesthanglage sogar, ganz schick. Ist wie der Alex gerade in Pforzheim eins hat. Auch mega geil. Auch Hanglage. Wie kommt ihr daran? Also das ist immer die Frage, die sich die meisten stellen. Off-Market-Akquise, zwei Vollprofis hier. Wie akquiriert ihr? Über Netzwerk, ganz klar. Und was man nie außer Acht lassen darf, ist definitiv das On-Market-Geschäft. Also gerade Immobilien-Scout, Immowelt, gerade da auch nach Grundstücken zu schauen, die vielleicht ein bisschen größer sind, gerade nach Objekten zu schauen, die teuer sind. Den Tipp heute, den möchte ich jetzt nochmal besprechen, dass der Alex den auch hört, weil der war sensationell. Den kannte ich zum Beispiel jetzt und ich glaube, dass ich in der Akquise, ich dachte, ich weiß alles, aber der war geil. Erzähl mal. Ja, wonach gehe ich? Ich gucke on Market, gucke ich explizit nach Objekten, die wirklich teuer sind. Das heißt wirklich alte Villen. Das heißt Bauhausstil, solche Villen aus den 60er, 70er Jahren, Mit sehr, die sehr vielleicht großen einfach Grundstücken, mit sehr, oder? sehr großen Grundstücken in sehr guten Lagen. Das heißt große Grundstücke so ab 1000 Quadratmeter aufwärts. Und dann wird es halt auch im Stuttgarter Bereich, gerade so im Investmentbereich von 1,5, 2 Millionen aufwärts, wird dann auch einfach das Klientel sehr gering. Die Leute, die es ankaufen, weil die Häuser sind teilweise auch in einem sehr schlechten Zustand. Also man hat einen Investmentbedarf, auch als Privateigentümer bei solchen Häusern, von 500 bis 1 Million Euro nur zum Sanieren solcher Häuser. Und dann kommen wir halt, oder ich prüfe dann halt von meiner Seite aus die Machbarkeit, was kann ich auf diesem Grundstück realisieren, bespreche das mit meinem Architekten vorab oder hole mir einfach eine kurze Aussage vom Vor Baurechtsamt. allem haben wir das ja heute besprochen, wenn solche großen Grundstücke verkauft werden. Warst du heute Morgen mit dabei? Nee. Nee? Wenn solche großen Grundstücke verkauft werden, jedes Grundstück hat ja einen gewissen Käuferkreis. Also wenn aber jetzt so ein großes Grundstück ist, mit so einer, ich sag mal, schlechten Bebaubarkeit, das war wie viel, 2000 Quadratmeter Grundstück, Ah, doch, Genau, knapp teilweise war ich 2000, ja. dabei. Da war keine Nachverdichtungsmöglichkeit. Ja. Das heißt, da gehen auf 2000 nur vier Doppelhäuser drauf. Das kauft dir keine Baufirma, weil die einfach diese maximale Nachverdichtung nicht hinbekommen. Und der Privatmann, der schon 2 Millionen aufwärts nur fürs Grundstück an der Hauptstraße bezahlen muss, der wird auch nicht dann sich da nochmal 2,5 Millionen eine Villa hinstellen. Das heißt, der Verkäufer hat manchmal auch ein Problem, obwohl momentan wir so einen Verkäufermarkt haben. Das ist wie bei dir. Und wie löst man dann dieses Problem jetzt? Können wir dem überhaupt was lösen oder muss man sagen, okay, das Grundstück ist für uns einfach uninteressant? Na, das sind die interessanten Grundstücke, würde ich sagen, Mann, Das oder? sind halt die interessanten Grundstücke, weil halt, genau das ist halt das Thema, einfach weil du halt einfach sagen musst, die meisten können nicht über den Tellerrand hinausschauen. Natürlich hat der Verkäufer und der Makler natürlich ihre Preisvorstellungen, aber Vorstellung ist ja immer ein Wunschpreis im Endeffekt. Und gerade hier hat man ja nur mal Zahlen, mit denen wir hantieren können. Wir wissen ganz genau, okay, was kostet uns der Bau, was kosten uns die Häuser im Endeffekt. Und daraufhin kann ich ja ein Angebot machen, weil ich kann sie mir ganz klar und simpel ja erklären, woran das liegt, weil ich kann das komplette Grundstück einfach nicht ausnutzen. Und wenn ich halt nur 30% des Grundstückes über Baubarkeit ausnutzen kann, spiegelt sich das natürlich nachher im Preis Und wieder. das ist die Das ist Chance halt für das. uns im Ankaufsinvest, weil wir ja hier einen Verkäufer auf einen Verkäufer treffen, der eigentlich ein Problem hat. Er weiß es nur nicht.
Weil er sagt natürlich, und das ist ja normal, wenn ich was zum Verkaufen habe, dann denke ich auch immer, dass das optimal das Beste ist. Aber hier ist ja der Fall, er hat ein Grundstück, was nicht nachverdichtet werden kann. Und deswegen ist diese Fläche nichts wert, obwohl er denkt, dass sie wert ist. Mhm. Und deswegen ist da die Akquise, wie der Manu sagt, eine Bombengeschichte, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Und da gebe ich dir recht, weil du siehst, da ist jetzt ImmoScout wieder ein Portal, wo ich sage, dann kann man sich auch mal die ImmoWald oder ImmoScout-Sachen, die halt im Internet sind, eBay Kleinanzeigen ansuchen, die wir eigentlich bei uns im Standort nie berücksichtigen. Nie. Sehe ich auch so. Also da haben wir auch gerade, wo er letzte Woche da war, beim gemeinsamen Termin haben wir auch drüber gesprochen, habe ich auch nie drüber nachgedacht, auf die Akquise-Möglichkeit, aber ist mega geil. Also da auch wirklich nach den Objekten suchen. Ich habe auch direkt meiner Mitarbeiterin gesagt, dass die alle Objekte durchscreenen, die es gibt, eine Liste macht, mir zuschickt und dass es dann alle anfragen kann. Kannst du aber ImmoScout reinstellen, in einen Filter reinsetzen, dann wirkst du es automatisch. Genau, ist ein neuer Zielgruppenkreis. Ja. Du löst die Probleme für die Menschen, die solche Grundstücke groß haben, teuer, aber nicht die Nachverdichtungsmöglichkeit für diesen klassischen Bauträger-Entwickler bringen. Ja. Da können wir dann lösen über die Parzellierung. Ja. Ist cool. Was ich auch cool finde, wo ich jetzt gerade das Objekt bekommen habe, ist, wenn manche Makler solche Objekte, die schwierig erscheinen, nicht richtig einschätzen können und dann einfach pauschal sagen, Abrissgrundstück oder, genau, Abrissgrund habe ich schon öfters gehabt. Aber bei dir jetzt in Pforzheim. Bei mir jetzt in Pforzheim so der Fall. Mega das schöne Haus, wirklich, ihr habt es ja gesehen, in der Hanglage mit verschiedenen Stufen und so, aber da gab es einfach statische Probleme, da gibt es Feuchtigkeitsprobleme. Und wenn man da reingeht mit jemandem, der sich auskennt, der sagt dann, hey, das kann man nicht abreißen. Aber die Makler, das ist wieder dieses, die können ja dieses Investment, können die gar nicht. Und dann sagen die sich, ja, ich weiß nicht, ob man da dort was machen kann, mach mal lieber mal Abrissgrundstück und dann meldet sich halt niemand da drauf. Und das war auch wieder, ich habe das auf einer Seite von einer Maklerfirma gefunden. Also es war nicht online, sondern es war einfach als Abrissgrundstück auf der Seite von diesem Makler. Ich kenne jemanden, der macht nichts anderes und so akquiriert er seine Immobilien. Der schaut jeden Tag alle Immobilienseiten von den Maklerfirmen durch, weil der weiß, dass die Makler eine, ich sag mal, 2-3 Vorlauf auf die eigenen Webseite die Tage als Vorlauf nehmen. Ja. Und so akquiriert er die, bevor die online kommen. Das ist auch eine Methode, wie man Immobilien akquirieren kann. Ja. Problem ist nur, ich glaube, da bekomme ich keine Schlagzahl rein. Bei mir geht es ja immer um Wachstumskalierung. Wenn du jemanden hast, der morgens die Kaltakquise macht, dann kann er ja das einfach mit ins Boot nehmen. Wenn der die Tabs hat für alle Immobilienfirmen, die da interessant sind, dann sind es vielleicht 15 Makler, die geht er morgens durch. Und dann ist es, glaube ich, auch relativ gut das ist auch mal ein Punkt, den man berücksichtigen kann, dass man hier auch eine Schablone draufzieht und sagt, neben Kaltakquise die ganzen Portale zu checken oder IMV-Listen, geht man auch noch in der Akquise, ich sag mal, die Top 10 Makler in der Region durch. Kann man ja mal testen, Aufwand nutzen nach ein paar Monaten, ob es sich gelohnt hat. Und wenn da nur ein Deal rauskommt, dann hat es schon wieder gelohnt. Musst du aber dringend 6 Monate, glaube ich, machen, weil sonst kannst du keinen Benchmark sehen. Also musst ja auf ein Jahr sehen, wie viel hat mir dieses neue Fließband an Objekten, an Futter gebracht. Ja. Aber ich finde deine Strategie echt gut und das mit diesen auf den Immobilienmaklerseite gucken, glaube ich, ist auch richtig gut. Weil das war gar nicht online, sondern es war erstmal nur auf dieser Immobilienseite. Das sind halt so Feinheiten, was die wenigsten wissen, wie man wirklich Akquise macht, neben Netzwerk, Kalt, Social Media, Follow-up. Ja. Follow-up machen auch die wenigsten. Und das ist nämlich ja wieder auch Follow-up. Ich schaue jeden Tag meinen Wettbewerb an oder andere Makler, was haben die zu verkaufen? Mhm. Weil ich stelle immer fest, wenn ich Leute anrufe, mein Netzwerkpartner, und aktiv nachfragen, das heißt, naja Max, klar, stimmt, habe gar nicht an dich gedacht, nächste Woche kommt was. Obwohl ich schon 3 Deals mit dem Jahr gemacht habe, aber da ist einfach das Thema, man muss aktiv dranbleiben. Findest du, man sollte die Anrufe immer selbst machen oder kann man da auch einen engen Mitarbeiter damit betrauen, dass er sagt, hey, ruf mal alle paar Wochen die verschiedenen Kontakte durch? Also ich mache mein Netzwerk selber, aber bei uns können wir das über Software auch abbilden, damit jeder immer wieder Push-Ups bekommt, kontaktiere jeden Netzwerkpartner aus deinem Netzwerk, deine Kunden einmal im Monat. Mhm. Wir könnten sogar einstellen, dass die 14-tägig anrufen, aber sind Leute genervt. Ja. Aber das geht auch über Digitalisierung, kannst du das steuern. Ja. Weil du vergisst ja auch jeden Tag alles. Also wir haben so viele Netzwerkpartner, so viele Tippgeber, die kannst du ja, ich kriege jetzt ad hoc nicht auf einen Knopfdruck hier runtergeschrieben. Ja. Sondern da musst du dich reindenken und machen. Wie machst du das? Wie? Also ich mittlerweile baue ich mir eine Liste
Und dann ist die klare Vorgabe für meine Assistentin, dass sie entweder die Leute auch immer mal anruft, deswegen arbeitet sie ja so eng mit mir, dass die Leute sie auch kennen, oder ich dann halt die Liste anschaue und sage, okay, da melde ich mich wieder. Aber so wie du sagst, ich vergesse die Leute, die vergessen mich, weil jeder ist ja in seinem eigenen Tun den ganzen Tag. Und dann haben die Projekte teilweise das Gleiche, wie du sagst. Ich rufe an und sage, ah, Herr so und so, gibt's was Neues? Ah ja, ich habe gerade was reinbekommen, das könnte interessant für Sie sein. Ist ja klar, man denkt nicht immer an einen. Und deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, egal wie man es macht, dass man einen Prozess baut und die Leute jedes Mal regelmäßig bespielt. Und da finde ich aber auch Social Media mega gut. Also ich habe Makler und Netzwerkpartner, die folgen mir auf Instagram und Facebook. Und dadurch, dass ich den ganzen Tag Stories mache, zeige, wo ich bin, was ich mache, dann sind es immer diese Touchpoints, wo ich in Erinnerung bleibe. Und dann der eine Makler, der ist, jedes Mal, wenn ich mit ihm treffe, sagt er, ach, Herr Lang, haben Sie wieder das gemacht und das, ich verfolge Sie ja fleißig, ist ja schön, dass Sie so hungrig sind und dass Sie was machen, finde ich gut. Und dann denkt er ständig an mich und dann muss ich gar nicht aktiv mit ihm netzwerken, sondern dadurch, dass ich Stories mache, kann ich mehrere hundert Menschen, die Stories gucken, mit einem Ist aber eine spielen. Ausnahme, weil es gibt halt viele, die schauen keine Stories an oder finden das auch nicht so toll. Aber genau. Wichtig ist, da glaube ich, da machen viele einen Fehler. Viele glauben, Internet ist die Lösung für sie. Und deswegen nutzen sie Internet, schalten irgendwelche Funnels, die nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich denke auch, was ganz wichtig ist, glaube zum Netzwerk muss man auch ganz klar sagen, das eine ist das persönliche Netzwerk zu den Maklern aufzubauen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, einfach auch das Thema, dass man die persönliche Schiene nochmal zu den Maklern immer wieder sucht, klar. Dass man halt auch sich immer wieder in Erinnerung, mein Gott, ich habe einen Hunger. So das kommt als erstes vorhin. Stammtisch vorhin, genau. Genau, heute kommt oh mein Gott, heute kommt der Stammtisch von Stuttgart. Die drei weißen Maschinen heute. Stammtisch, ja. Ja, das ist total wichtig, auch sich da immer wieder in Erinnerung zu bringen, weil wir haben einen Bringer Nummer eins mit. Und das ist genau das, was die Makler draußen nicht haben. Wir sind weder ein Bauträger, wir sind keine Privatinvestoren oder sonst irgendetwas, sondern wir lösen ja genau diesen Zwischenschritt. Und das müssen die Makler draußen verstehen einmal. Und ich glaube, wenn wir da immer mehr dranbleiben und auch gerade Mitarbeiter mitnehmen in diesen Prozess mit rein, damit die das verstehen, da draußen zu tragen, verstehen auch draußen dann irgendwann die Makler auch, zu sagen, okay, da ist jemand, der schließt uns einfach diese Lücke zwischen Bauträger und Privat einfach. Das ist ein ganz wichtiger Step, den müssen die Leute erstmal verstehen. Dass es da eine Zwischenstufe gibt, weil jetzt ist es ja so, viele, gerade mit Baugrundstücken, ich erlebe das ja in Stuttgart ganz viel, die haben groß keine Möglichkeit, da heißt es, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, da heißt es, ja, gehen Sie auf die Bauträger drauf zu. Aber wir sind ja nun mal kein Bauträger und keiner hat von diesen Maklern großartig diesen Zugang zu Leuten oder Firmen wie uns. Zum Beispiel. Vor allem das müssen wir halt genau verstehen. Das Problem, was ja, oder wie du sagst, dieses Mittelthema von der Asset-Klasse, wir sind kein institutioneller Anleger, der jetzt, sage ich mal, 20 WE plus X baut bis 300, aber der Privatmann kann es auch nicht stemmen, weil so ein Grundstück mit 2,5 Millionen können die wenigsten von der Zielgruppe erfüllen, geschweige denn, dass sie eine Vorstellung haben, was ich auf dieses Grundstück dann irgendwann auch mal entwickeln kann, ja. Oder auch die Erfahrung und auch die Zeit haben. Ja. Daher, da schließen wir oder da füllen wir die Kreise. Das ist auch meine Erfahrung, dass die Makler, wenn man das denen einmal erklärt, war ja. Auch in unserem gemeinsamen Termin, hat der Makler auch gesagt, ja, es macht absolut Sinn. Ich verstehe, was sie machen. Sie schließen genau diese Lücke und dann sagt er, da haben wir auch, da gibt es auch niemanden oder kaum jemanden. Also er hat gesagt, niemanden, den er kennt. Und das ist wirklich der riesen Vorteil, wenn das ein Makler verstanden hat, dann glaube ich, dass oder aus eigener Erfahrung, dann kommen da auch die Objekte in dieser Preisrange. Und genau das ist ja das, was wir ja pushen wollen. Ja. Super, was gibt es sonst Neues? Objekte. Thema Banken. Wie schaut es da gerade aus bei euch? Banken ist immer ein Thema. Man weiß nie, wann genau sie gut sind und wann sie schlecht sind. Also ich höre mich ja viel um mit verschiedenen Leuten. Da ist nie so, dass man sagen kann, diese eine Bank finanziert mich immer komplett bei allen Projekten, sondern es ist immer so, eine Bank ist mal im Frühjahr gut, dann heben die ihre Zinsen an oder ihre Konditionen werden anders und sagen, wir haben jetzt unser Geschäft. Und deshalb ist es so, dass man wirklich mehrere Banken braucht. Und manchmal verstehe ich es nicht, dass sagen, sie ein Projekt nicht machen wollen. Und manchmal verstehe ich nicht. Weil sie nicht können. Ja, genau. Das ist, muss ich als lernen. Bank ist wie ein Unternehmer, ist nichts anderes. Mhm. Der hat Geld, der hat kein Geld. Der kann investieren, der kann nicht investieren. Also eine Bank verdient ja Geld mit investieren. Indem sie sich Geld holen, günstig und teurer verleihen. Das ist die Marge. Und genau das ist das Problem, dass die ja auch ihre Kapitalrücklagen, die müssen die ja auch bilden und daraufhin können die ja Kredite verteilen. Und wenn das nicht passt, die Quote, dann können sie einfach momentan nicht. Das Gemeine ist nur, sie erzählen es dir nicht. Mhm. Das spiegelt genau diesen Punkt wider. Genau. Deswegen ganz, ganz wichtig,
für Investments, Banken. Stuttgart sind wir ja gerade dran, fleißig am Aufbauen. Und ja, das wird, glaube ich, also die Hauptaufgabe werden, die nächsten Wochen und Monate, um dieses Wachstum auch stemmen zu können. Da habe ich gemerkt, dass das Netzwerk einfach wichtig ist, dass man Leute hat, die schon in diesem Standort mit Banken in der Preiswelle zusammenarbeiten. Und dann ist es ein Anruf teilweise. Klar. Die empfehlen dich, so war es bei mir jetzt mit Stuttgart. Zwei Leute haben mich unabhängig voneinander empfohlen. Dann sagt der Banker, ich kann ja gar nicht anders. Huckepack-Netzwerk. Ich mache mir, genau, Huckepack-Netzwerk. Ich kann gar nicht anders, wie zu sagen, ja. Und jetzt haben wir... So bin ich groß geworden. Ich weiß heute noch, den Tag werde ich nie vergessen. Ich habe das Gebäude, ich habe jetzt diesen Raum vor mir, wo ich dann einen Vorstandstermin hatte, das erste Mal Bankenvorstandstermin mit meinem Investor. Ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, da sitzt die große Eminenz, war in diesem Büro mit meinem Partner, Investor und Prokurist, Vorstand und Prokurist. Und dann, da ging es um alles, um Gott und die Welt. Und man hat aber dieser Person, meinem Partner, schon so vertraut. Man kannte sich 10 Jahre, hat sich ausgetauscht über Familie, über alles. Und dann ging es 5 Minuten um das Projekt. Und hat in 5 Minuten alle Konditionen, Beleihungswerte, Summen, alles festgezurrt und sagt, gut, dann schickt man die Verträge durch. Und ich habe mir gedacht, ja, super. Ich war früher noch am Schalter, habe jetzt übertrieben gesagt, kein Kaffee bekommen, kein Wasser. Und hier wurde erst einmal in privater, so wie jetzt sitzen, netter Atmosphäre das ganze Thema da besprochen. Also war auch eines der größten Learnings, wenn ich so auf meinen Immo-Investment-Thema zurückschaue. Aber ohne Banken geht es einfach nicht. Ja, das ist echt so, wo ich angefangen habe, habe ich ja immer gedacht, es ist einfacher, wenig Kapital zu holen wie viel. Aber mittlerweile ist es echt so, wenn du größere Projekte hast, wesentlich einfacher Kapital einzusammeln, wie jetzt, halt, wenn es um eine kleine Wohnung geht oder um ein kleines Häuschen. Das ist echt. Ja, das ist wirklich so. Alter. Die Banken tun sich ja auch leichter. Also es gibt ja so einen Spruch, die erste Million ist die schwierigste und danach kommt es von alleine. Ja. Und das ist im Investmentbereich auch so. Wenn du zu Banken gehst, wenn du 400.000 Euro willst und hast 80.000, ist es schwierig, als wenn du eine Million auf den Tisch legst und willst 6 Millionen. Mhm. Das sind die auch irgendwie emotionaler. Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der persönliche Kontakt ist immer noch das Wichtigste bei der Bank. Also wenn du, der Dennis, der bei uns jetzt angefangen hat, der ist ja 30 Jahre Banker. Geiler Spruch. Max, wenn die Person nicht überzeugt, wird die Ratingmaschine gar nicht angeschmissen. Muss man sich überlegen. Max, wenn die Person nicht überzeugt, wird die Ratingmaschine nicht angeschmissen. Das heißt, wenn der Banker dich nicht mag, macht er sich überhaupt keine Mühe, wird irgendwelche Ausreden finden, um dich nicht zu finanzieren. Also daher Banken ganz, ganz wichtig. Ja. Top, was steht sonst noch an? Weitere Projekte auf jeden Fall. Stuttgart, Pforzheim. Ja, uns geht's. Wir haben genug in der Pipeline, wollen wir es so sagen. Das freut mich. Akquise ist das Wichtigste. Ja.